Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format Naturmedizin. Ich habe heute einen Professor da, Chirurg, Wissenschaftler, hat sehr stark viel gearbeitet mit Zellen und auch hier im Bereich der Transplantation gearbeitet. Er ist im QS24 Wissenschaftsgremium und heute möchten wir über Quantenphysik reden, über Spontanheilungen. Und mich interessiert natürlich, wie er überhaupt darauf gekommen ist, dass Quantenphysik einen Einfluss hat, hier auch auf den Genesungsweg eines Patienten. Ich nehme Sie ganz sicher mit auf eine spannende Reise. Nach dem Intro legen wir sofort los. Ja, und da sind wir wieder und jetzt darf ich Ihnen meinen Gast zeigen. Professor Dr. Fred Fähndrich ist da. Ganz herzlich willkommen, lieber Fred. Ich grüße dich, Alexander, und bedanke mich für das spannende Thema, was du heute vorgibst. Ich möchte vorab sagen, ich bin kein Physiker. Ich bin schon lange kein Quantenphysiker. Aber mich hat die Quantenphysik als Laie immer sehr interessiert, weil am Ende des Tages jeder Prozess, den wir beschreiben, quantenphysikalisch, quantenmechanisch, mitbestimmt ist. Mhm. Das ist klar. Ich hatte mal einen Professor hier, einen Physiker, Quantenphysiker vom CERN in Genf. Und da hat mir gesagt, Alexander, ganz einfaches Beispiel. Ich lasse einfach mal Murmeln runter und dann habe ich unten eine gaukische Normalverteilung. Ganz logisch, oder? Ich sage, ja, ganz logisch. Nö, ist es nicht. Wir lassen die Kugel wieder da und schauen ständig darüber. Dann habe ich nicht hier die gaukische Normalverteilung, sondern sie ist verschoben. Das heißt, das Bewusstsein oder der Beobachtereffekt hätte da einen Einfluss. Und das kriegt man nicht in den Kopf rein. Ja, das hat Heisenberg ja sehr schön in seiner unschärfe Relationsbeziehung beschrieben, dass man Licht quasi als Welle sehen kann, aber auch als Photon. Mhm. Und in dem Moment, wo du eine Lichtwelle aussendest und bestimmst, wo ist das Photon auf der Welle, hast du eine Ortsinformation, aber dann weißt du nicht mehr, wo die Welle hingeht. Und da gibt es dieses Doppelschlitz-Experiment, wo man vorhersagen kann. Und da wird halt bewiesen, dass der Beobachter Einfluss nimmt, ob das Elektron durch den Schlitz geht oder nicht. Mhm. Und das ist faszinierend, weil es über unser Bewusstsein gesteuert ist. Mhm. Ja. Du hast mir heute Kaffee trinken, noch kurz gesagt. Ich habe mir das extra aufgeschrieben, wie die ganze Wissenschaft doch so alles so detailliert weiß und Kenntnis hat und alles so beschreibt und was Fakten sind. Und dann hast du mir gesagt, ist schon lustig. Mhm. Sie setzen die 5%, die wir heute als Fakten kennen, wird beschrieben, als ob das die 100% seien. Und dann habe ich nur gesagt, das ist ja eigentlich lächerlich, oder? Ja, das muss man noch ein bisschen konkretisieren. Wir sprechen ja heute von der evidenzbasierten Medizin. Mhm. Und natürlich gibt es gewisse Evidenzen, aber alles, was wir wissen, beruht ja auf dem Anteil der Energie unseres Kosmos, den wir beschreiben können. Und die Kräfte, die unsere Physik ausmachen, das sind starke Wechselwirkungen zwischen Atomen, schwache Wechselwirkungen, elektromagnetische Wechselwirkungen und die Gravitationskraft. Mhm. Diese Form von Energien, die können wir beschreiben, die können wir messen, die können wir sogar zum Teil modulieren. Aber die machen nur, und das ist das Entscheidende, die machen nur 5% der Gesamtenergie unseres Kosmos aus. 95% der Energie kommt aus Dark Energy, dunkler Energie, oder Dark Particles, diese dunklen Partikel, die existent sind. Der erste direkte Nachweis war das Higgs-Boson-Teilchen, was im CERN nachgewiesen wurde, dass es tatsächlich diese Dark Particles gibt, von denen man annimmt, dass sie pro Minute etwa 1 Milliarde dieser Particles durch dich durchgehen, ohne dass wir erkennbar eine Interaktion sehen.
Aber sie sind da. Und wir wissen das von Supernova-Explosionen, von Sonnensystemen, wo die Ausbreitung des Lichts anders verläuft, als man es berechnet. Aufgrund der Masse des Sterns breitet sich es nämlich schneller aus. Und das kann nur über diese Dark Energy gehen. Ja, und die Dark Particles sind wieder Gegenkräfte, die dafür sorgen, dass das Universum eben nicht so schnell auseinanderfliegt, wie es eigentlich sein müsste. Mhm. Und insofern gab es über diese beiden Messungen, Infraspektral, Rotverschiebung und so weiter, gab es klare Evidenzen oder gibt es, stellt auch kein Astrophysiker in Frage, dass es dunkle Energie und dunkle Materie gibt. Und ich sage jetzt, wenn 95% dieser Energie von uns nicht fassbar beschrieben werden kann, was wissen wir dann überhaupt? Also über die Schöpfung wissen wir dann ganz sicher nichts, oder? Und die Demut wird immer größer, wenn man solche Zahlen hört. Ja, es gibt ja auch dieses fantastische Experiment, was Einstein als sogenannte Spooky Particles beschrieben hatte. Wenn man ein Elektron durch einen Kristall schießt, entstehen zwei Twin-Elektronen. Mhm. Das eine hat einen Rechtsspin und das andere hat einen Linksspin. Und die sind miteinander verschränkt. Ja. Es gibt dieses wunderbare Wort der Verschränkung. Ja. Und im Englischen Entanglement. Ja. Ich liebe diesen Begriff. Und jedenfalls, die treibt man auseinander, viele, viele Tausende von Kilometern. Und dann sorgt man dafür, dass ein Elektron wieder seinen Spin umkehrt und gleichzeitig, zeitgleich, ändert das andere Elektron auch seinen Spin. Ja. Und das nannte Einstein spooky, weil er ja nach Grund seiner E gleich M mal C Quadrat Formel postuliert hat, nichts ist schneller als Lichtgeschwindigkeit. Ja. Relative Wahrscheinlichkeitstheorie. Und wie kann jetzt diese Information von dem einen über tausend von Kilometern zum anderen kommen? Ja, wie? Ja. Wie? Ja, das ist die große Frage. Und das kann man mit unserer Physik nicht erklären. Ja. Es gibt noch andere Phänomene, Singularitäten im schwarzen Loch, und die man nicht erklären kann. Also der Heiko Falke ist ja ein ganz großer deutscher Physiker, der das geschafft hat, über Verbindungen von verschiedenen Observatorien weltweit, die er connected hat, damit den Blick in das All extrem zu verstärken, weil er sich quasi einen Synergieeffekt zu Nutzen gemacht hat, aus verschiedenen die Information aus verschiedenen installierten Observatoren zusammenzuschalten. Hohe, große Physik verstehe ich auch nicht, aber in seinem Buch beschreibt er das sehr schön. Jedenfalls konnte er so ja nachweisen vor 2 Jahren zum ersten Mal ein Bild eines schwarzen Lochs gemacht. Und schwarze Löcher sind ja unglaublich große, massenstarke Gebilde von kollabierten Sonnensystemen, die einen Ereignishorizont schaffen. Und alles, was über diesen kritischen Ereignishorizont hinübergeht, wird versinkt, angezogen, unweigerlich in diesem schwarzen Loch. Weißt du, das kriege ich ja nicht in meinen Kopf rein. Wie kann im Nichts ein Loch sein? Und was ist da im Loch? Wohin geht's? Das Loch ist sicherlich kein Loch, sondern es ist eine extrem massenreiche Formation, die alles verschlingt. Auch jedes Licht wird dort, deswegen schwarz, wird dort so angezogen, dass es weg ist. Und kann aber auch die Entstehung wieder sein von allem Neuem. Das ist eben, das war lange Zeit auch eine ganz kritische Frage, kommt denn überhaupt irgendwas raus aus dem schwarzen Loch? Und ich weiß gar nicht, wo die aktuelle Physik da steht. Jedenfalls war Hawkins der Erste, der gesagt hat, es muss theoretisch eine Strahlung geben. Die wurde auch die Hawking-Strahlung genannt und wurde auch inzwischen nachgewiesen. Aber das sind Dimensionen in der Physik, wo wir im Moment einfach noch spekulieren. Mhm. Und das ist ja auch das Schöne. Mhm. Nur nochmal zurück zu unserem Ausgangspunkt. 95% können wir eben nicht beschreiben. Wir leben in einer riesigen Blackbox. Und die Realität, wie wir sie wahrnehmen, das ist im Alltag
praktisch. Und da können wir uns auch drauf verlassen. Wenn ich die Bremse in meinem Auto bremse, dann wird es halt gebremst. Und diese Massenbewegung, alles, was die Newton-Gesetze aufgestellt hat, die gelten ja. Aber die gelten eben nur in unserer beschränkten Realität. Mhm. Und darum herum gibt es eine ganz andere Realität, wo ganz andere physikalische Dinge am Wirken sind, die wir nicht beschreiben. Und insofern als Arzt, und jetzt komme ich zu dem Thema Spontanheilung, bin ich eben auch offen für andere Einblicke in Heilungsprozesse, die vielleicht nicht unserer evidence-based Schulmedizin folgen, aber trotzdem ihre Bedeutung haben am Heilen. Und man darf sich diesen Dingen nicht verschließen, weil wir dürfen sie aufgrund dieser physikalischen Voraussetzungen aus der Quantenmechanik und Physik nicht ausschließen. Das heißt, wir reden jetzt eigentlich über A, den Beobachtereffekt. Ja. Und auf der anderen Seite heißt es ja in der Quantenphysik, letztendlich ist alles Materielle auch hinterlegt in einer Information. Ja, richtig. Und da fangen wir da mal an, weil wenn wir uns als Mensch sehen, dann sagen die Quantenphysiker, ein Mensch ist eigentlich ein Strahlenwesen. Es besteht aus einem Anteil Materie und aus 10 Milliarden Anteilen Energie. Die Energie sehen wir aber nicht. Aber Fakt ist, wenn wir am Ende unseres Lebens versterben, dann ist unser materieller, der stoffliche Prozess, der zerfällt. Aber der energetische, der so, so viel größer ist als der materielle, der bleibt ja. Der geht ja wieder über in das Gesamtsystem Kosmos. Und diese ganze Information, die gespeichert ist, geht auch über. Ja. Und insofern können wir gar nicht mehr sein. Mhm. Denn was informativ, die informative gegenüber der stofflichen Seite, die bleibt bestehen. Mhm. Und das erklärt auch viele Phänomene des Nahtods beispielsweise. Aber ich möchte eine Geschichte erzählen, die mich überhaupt dazu gebracht hat, über Spontanheilung nachzudenken. Das war zu meiner Zeit, da war ich noch chirurgisch tätig, da kam ein Mitte 50-jähriger Mann zu mir, der hatte in der Bildgebung ein kleines Pankreaskopfkarzinom. Das war kleiner als 2 Zentimeter und insofern eine gute Indikation, ihm eine doch sehr große OP zuzuführen, der sogenannten Wippel oder Pylorus erhaltenen Pankreasresektion, um diesen Tumor zu entfernen. Das ist eine sehr große, ausgedehnte OP. Und ich habe ihn dann auch selbst operiert, den Bauchraum eröffnet. Und dann sah ich aber bei der Inspektion schon mehrere kleine, Milliarde Reiskorn große Absiedlungen im ganzen Bauchfell, im Peritoneum. Und das macht man dann üblicherweise so, da nimmt man 3, 4 raus, schickt die im Schnellschnitt zum Pathologen, bevor man dann weiter operiert. Und dann wartet man eine Viertelstunde, bis der Pathologe anruft und sagt, also im Schnellschnitt betrachtet ist das Tumor. Passt zu einem Pankreaskarzinom. Und wenn das so ist, dann weiß man, dass man mit einer großen OP, die ja auch ein erhebliches Risiko für den Patienten hat, diesem Patienten nicht helfen kann, weil er hat schon systemische Absiedlungen, die keinen Einfluss mehr auf die Prognose haben. Mhm. Also habe ich den nicht operiert, habe den Bauch wieder verschlossen und habe ihm hinterher gesagt, passen Sie auf, es tut mir leid, aber für uns nicht erkennbar war der Tumor schon weiter fortgeschritten, als wir das eben sehen konnten. Und deswegen habe ich sie nicht operiert. Er wollte, Bestrahlung ist ohnehin nicht wirkungsvoll und Chemo wollte er nicht, hat er abgelehnt. Dann ist er nach Hause. Und die normale Lebenserwartung eines Patienten in dem Stadium ist etwa 4 bis 6 Monate beim Pankreaskarzinom. Und deswegen war ich so überrascht, als dieser Mensch nach 2 Jahren wieder vor mir stand, kerngesund, und sagte, Professor, ich habe eine Leistenhernie, einen Leistenbruch, können Sie den operieren? Und dann habe ich gesagt, also sehr gern. Nehmen Sie mir das jetzt nicht übel, aber ich bin doch überrascht, Sie zu sehen. Und es freut mich, Sie so gesund zu sehen. Und ich freue mich wirklich, aber ich muss Sie jetzt fragen, was haben Sie gemacht? Denn Sie hatten doch ein fortgeschrittenes Pankreaskarzinom. Der sagte, ja, ich habe keine Therapie gemacht.
Am Ende hat er doch eine gemacht, aber eine andere. Ich bin nach Hause. Ich habe meinen Job gekündigt. Ich habe mich von meiner Frau getrennt und ich bin ausgezogen. Und nach 4 Monaten war der Tumor plötzlich weg. Mhm. Nun kann man einem Krebspatienten, der kommt, nicht sagen, gehen Sie nach Hause, trennen Sie sich von Ihrer Frau und dann werden Sie gesund. Aber er kann die Probleme des Lebens angehen. Aber es zeigt doch, dass die immunpsychologischen Stressfaktoren, die wahrscheinlich gewirkt haben, irgendeinen Einfluss hatten auf seine Heilung. Mhm. Und indem er sich diesem Umfeld entzogen hat, Job, Frau, Familie, diese ganze, was immer ihn belastet hat, das weiß ich nicht, hat er eine Voraussetzung geschaffen, in seinem Körper zu heilen. Der Druck war weg vielleicht. Ja, also es können viele Faktoren sein. Man weiß zum Beispiel auch, dann fing ich eben an, das wollte ich erklären, zu sagen, hey, das ist so faszinierend. Was wissen wir eigentlich darüber? Wie oft kommt sowas vor? Und wie könnten wir mehr Informationen darüber haben, wie man so etwas beeinflusst? Die so eine Spontanheilung. Wir rechnen etwa, die Dunkelziffer ist da ja, also das wird ja nicht wirklich wissenschaftlich aufgearbeitet. Etwa 1 pro 10.000 Krebspatienten kann eine Spontanheilung haben. Aber wenn ich jetzt von den Spontanheilungen den Sprung mache zur Wirkung von Placebo, was ich jetzt als Spontanheilung auch sehe, dann sind wir bei ganz anderen Zahlen. Also ich habe da Studien gesehen bei Placebo-Forschung, wo doch 50-50 ist, oder? Ob Medikament oder Placebo. Das stimmt. Das ist faszinierend. Und niemand redet darüber, wie wünschenswert, dass der Placebo doch ist. Ja. Und was ich alles machen könnte, um eine Placebo-Wirkung im Patienten auszulösen. Da gibt's wirklich faszinierende, dokumentierte Fälle, wie schwerstkranke Patienten über einen Placebo-Effekt, weil sie glaubten, sie kriegen das Verum-Produkt, plötzlich geheilt sind. Mhm. Und als sie erfahren haben, dass sie gar nicht das Verum-Produkt, sondern das Placebo hatten, ist der Krebs wieder aufgetreten. Und dann hat man ihnen gesagt, aber jetzt kriegst du das Verum und dann ist er wieder verschwunden. Das ist dokumentiert, wissenschaftlich. Und ich bin dann in meiner Studie, in meiner Recherche auf die Gebetsheilung gekommen. Da gibt es sehr gute, viel Literatur über einen sehr bekannten italienischen Pater Pio, Franziskanermönch, der lebte bis 1968 oder so, dem man unglaubliche Sachen nachgesagt hat. Und es war insofern für mich als Wissenschaftler interessant, als der Vatikan, dem wurde Angst und Bange, als er gehört hat, wie viele Menschen der heilt und was der für einen Zulauf hat und wie viel Geld da gespendet wurde. Ich weiß natürlich im Detail nicht, inwieweit das alles so ist, aber Fakt ist, es gibt dieses Franziskanerkloster, es gibt ein Riesenklinikum daneben, kann man besichtigen, was durch viele, viele Millionen Spenden an Pater Pio aufgebaut wurde, wo er eben auch die Medizin, wie wir sie kennen, kombiniert mit spiritueller, religiöser Gebetsheilung. Mhm. Und er selbst war eben in der Lage, und das erzähle ich, weil es mich wissenschaftlich so fasziniert hat, und dann schlage ich gleich wieder den Bogen zur Quantenmedizin, Menschen im Gebet zu heilen. Und das wurde dokumentiert durch 2 Professoren, die man ihm an die Seite gestellt hat vom Vatikan, die überprüft haben, beispielsweise Patientin im Rollstuhl, 20 Jahre Geschichte MS, 20-jährige Anamnese, 20 Jahre nicht aus dem Rollstuhl. Die kommt zu ihm in die Kirche und die Professoren haben überprüft, stimmt die Diagnose, ist sie medikamentenfrei? Und dann durfte sie zu Pater Pio und der hat mit ihr gebetet. Und nach 20 Minuten hat er sie aufgefordert, aus dem Rollstuhl aufzustehen und die Kirche zu verlassen. Nun würde jeder Orthopäde Ihnen sagen, das kann gar nicht sein, weil nach 20 Jahren sind die Gelenke und die Bänder und die Kapsel und es ist alles so fibrottig und verhärtet, das geht gar nicht. Die Professoren, die haben das nur so bestätigt, dass, ja, wir können nicht erklären, was passiert ist, aber wir können bestätigen, dass es passiert ist. Und dann gibt es eine Frau, die war
von Geburt an blind, der Sehnerv war gar nicht angelegt. Auch ein dokumentierter Fall, die konnte plötzlich wieder sehen. Und das sind wundersame Heilungen, die wir uns aufgrund unserer modernen Wissenschaft so nicht erklären können. Darf ich noch eine deutsche Klammer aufmachen? Ja. Bruno Gröning? Ja. Hunderte ja. von Fällen, wo auch der Werner Heisenberg noch untersucht hat. Und das verstehe ich nicht. Ja, wunderbar. Hm. Passt genau in dieses Schema. Und dann habe ich mir eben die Frage gestellt, wie können wir uns dieser Thematik wissenschaftlich annähern? Und das können wir nur, indem wir unterstellen, dass diese 95% Energie, die wir nicht beschreiben können, durch diesen bewusstseinsverändernden Prozess des Gebetes oder auch die Meditation einen Einfluss nehmen auf epigenetische Schalter, die dann dazu führen, dass Heilung entsteht. Mhm. Oder die Überzeugung, das Wissen, dass es so ist. Dieses Bewusstsein, ja. Es geht über das Bewusstsein. Und das Bewusstsein wird letztendlich entweder im Gebet oder Meditation autosuggestiv so geformt, dass es Schalter in unseren Zellen umlegt, die Tumorzellen zum Absterben bringen oder neuronale Netzwerke wieder aktivieren. So kann man sich das erklären. Also das zeigt ja die Epigenetik ja schon, dass sie denn die Genetik verändert. Aber am allerletzten Ende der ganzen Kaskade, was abläuft an Prozessen, sind es Energiefelder. Mhm. Weil ob sich ein Membranpotenzial, was angelegt ist an unseren Zellen, ändert, das hängt von veränderten Coulomb-Kräften ab und das geht über Energiefelder. Und diese veränderte Energie, die setzt biochemische Prozesse in Gang. Und die setzen Protein und so weiter, metabolische, stoffliche Dinge in Gang. Also am Anfang steht aber die Veränderung des Membranpotenzials. Und das ist ein rein energetischer Prozess. Und den können wir über Bewusstseinsprozesse verändern. Und wenn also, ich dann wieder mehr ATP habe, ja, ist die Selbstheilung wieder größer. Also können wir kommen zurück, dass der informative Gehalt das Stoffliche bedingt. Und insofern, davon bin ich überzeugt, steht an erster Stelle die Information. Die Informationsmatrix in uns und um uns herum, die maßgeblich beeinflusst, was für biochemische Prozesse ablaufen und ob sie förderlich oder nicht förderlich sind. Er müsste eigentlich am Anfang eine Informationsmedizin stecken, wo ja eigentlich früher der Landarzt im Bereich Gesprächskulturen ja schon angewendet hat oder? Ja. Die Hand gehalten hat. Ja, ein gutes Ohr hingehalten hat, geredet hat eine halbe Stunde. Das waren doch Effekte, oder? Ja. Also wenn ich einen Tumorpatienten behandle und das stelle ich immer wieder fest, ganz entscheidend ist diese Vertrauensbasis in der Begegnung mit dem Patienten. Ein Patient, der nicht dieses Vertrauen, dieses Instinkt, intuitive Vertrauen zu Ihnen als Arzt hat, der zweifelt, dem kann ich nicht helfen. Und wenn Paare zu mir kommen, wo ich sag jetzt mal als Beispiel, die Frau hat einen Brustkrebs und der Mann sitzt daneben du sprichst die Frau an, wie geht es Ihnen heute? Und der Ehepartner oder Partner lässt sie gar nicht zu Wort kommen und sagt, uns geht es heute nicht so gut. Dann, oder auch erkennen lässt, dass er ohne die Brust nicht leben kann. Richtig. Dann weiß ich, das wird so nichts. Und dann spreche ich das an und dann ist das oft auch das Ende der Begegnung mit diesem Paar. Weil das wollen die gar nicht wahrhaben. Aber das muss man erkennen, weil sonst kann man ihnen nicht helfen. Ich mache noch eine Klammer auf die andere Seite. Wir schauen uns jetzt sehr positiv an, die eine oder andere Sichtweise. Aber wenn ich mir denke, wie viele chronische Diagnosen abgegeben werden
Und chronisch heißt ja für mich nur, dass der Arzt nicht weiß, wie er es behandelt. Deshalb ist sie chronisch. Dann ist ja eigentlich diese Diagnostik ja bereits eine Art von Körperverletzung. Ja, ich möchte das ganz provokativ auch schildern, denn es ist ein Nocebo. Ja, es ist ein Nocebo in dem Sinne, ja. Und wenn ich das glaube, dann verwirklicht sich ja das, diese Prophezeiung auch. Ich würde es etwas vorsichtiger formulieren. Das Aufnehmen einer solchen Botschaft und das in sich tragen, glaube ich, ist blockierend. Statt die Hoffnung zu wecken auf eine positive, heilende Wirkung in der Auseinandersetzung, in der Botschaft, die ich dem Patienten gebe, etwas zu sagen, also ich gebe dir noch 4 Monate, wir können da nichts mehr tun, keiner kann da noch was tun, ist etwas, was keiner von uns weiß. Und ich halte es, das ist eine ganz große ethische Diskussion, die ich oft bei meinen Studenten im Bereich der Kommunikation am Krankenbett, was ich lehre, sage. Inwieweit müssen wir dem Patienten die Wahrheit sagen über seine Erkrankung? Inwieweit dürfen wir ihm die Hoffnung nehmen oder können wir ihm Hoffnung geben? Das abzugrenzen. Weil ich bin der festen Überzeugung, man darf einem Patienten niemals die Hoffnung nehmen, weil ich einfach Fälle gesehen habe, hoffnungslose Fälle, die spontan geheilt sind. Und insofern ist das eine quasi Körperschädigung oder Organismus sind Organismus schädigende Botschaft, wenn man sagt, da gibt es keine Hoffnung. Chronisch erkrankt, wir können nichts tun, keiner kann was tun. Also das auszuschließen ist meines Erachtens unethisch. Wird eine ganz zusätzlichen Ausbildungsbedarf haben, natürlich für alle Mediziner. Wie redet man, wie spricht man wirklich mit Patienten, damit man nie unbewusst ein Nocebo setzt? Sondern wie sagt man es dem Kinder? Richtig. Das ist mega schwierig. Das werden wir, leider wird das nicht unterrichtet. Also ich habe diesen Teil in der Ausbildung, im Curriculum unseres chirurgischen Parts mit aufgenommen, mit 2 Kollegen, weil ich halte das für ganz entscheidend, das Gespräch mit dem Patienten. Hm. Und die Studenten nehmen das auch unheimlich dankbar auf. Ja, weil die schwimmen da, die haben nicht die Erfahrung. Hm. Was du aber auch zeigst in diesem ganzen Gespräch ist, wir wissen noch sehr wenig und auf der anderen Seite scheinen Informationen oder Denkstrukturen einen überragenden Erfolg zu haben, wenn man letztendlich das Milieu dazu schafft, dass der Körper in einem veränderten Milieu letztendlich nochmals den Weg in die Mitte finden kann. Belast abwerfen, was einen Leben lang belastet hat, Probleme immer zu lösen, solange man sie noch die Chance hat zu lösen. Aber auch nicht zulassen, den Gedanken, dass man jetzt wirklich dass man jetzt todkrank ist. Sondern wenn man es hier oben integriert, diese Denkweise, dann kommt's. Ja. Und das finde ich so wichtig. Und nochmals, aus der Quantenphysik heißt es ja immer wieder, auch wenn ich etwas ganz, ganz schnell drehe und drehe und drehe und drehe, da habe ich irgendwann nur noch irgendwie Protonen, Neutronen und Elektronen. Und wenn ich noch schneller drehe, habe ich letztendlich nur noch die Information. Das heißt also, hinter der ganzen Materie steckt eigentlich die Information von was. Und deshalb finde ich es sehr, sehr wichtig, dass Quantenphysik auch in die Medizin irgendwann mal Einzug erhalten müsste. Das Verständnis der Berufsgruppe der Physiker mit den Chemikern und den Medizinern in einem Boot zu sitzen. Ich habe mir damals im Rahmen dieser Überlegung, was kann man wissenschaftlich daraus ziehen, aus so einer Spontanheilung, überlegt, wie können wir denn indirekt zugreifen auf dieses große Energiefeld, was wir nicht beschreiben können, diese 95%. Und das geht eigentlich nur relativ im Vakuumsystem. Im Vakuum wirken die von uns beschriebenen Kräfte nämlich signifikant weniger, weil im Vakuum ist nichts,
Wir können kein hundertprozentiges erreichen, aber wir können diesen Einfluss von Gravitation und starken, schwachen Wechselwirkung deutlich minimieren. Mhm. Wir können es abschirmen gegen elektromagnetische Felder. Und dann, wenn unsere Hypothese stimmt, würden ja trotzdem Dark Particles da durchfließen, Einfluss nehmen. Das heißt, im Vakuum haben wir eine relative Verschiebung. Wir haben mehr Einfluss dieser 95% auf die Materie als durch unsere bekannten Energien. Ja, ja, verstanden. Und es gibt bereits Untersuchungen in Vakuumfeldern, wo man das Vakuum pulst. Also wenn man eine Zelle dauerhaft im Vakuum aussetzt, dann geht sie kaputt sofort. Aber man kann Vakuum so anlegen, dass es nur kurzfristig einwirkt. Und da kann man zeigen, das haben Chinesen gemacht, dass Tumorzellen in diesem Vakuumfeld absterben und gesunde Zellen überleben. Und das ist nur die Information. Da ist nichts Stoffliches. Und das war für mich so faszinierend, weil meine Idee ist eigentlich, wir kreieren eine Röhre und der Kopf, sagen wir mal, ich setze ein Sarkom, einen bösartigen Tumor bei einer Maus im Bein dann habe ich eine Röhre und da kann ich ein Vakuum gepulst anlegen, der Kopf guckt raus und das Vakuum wirkt auf diesen Tumor und vernichtet den. Völlig non-invasiv. Nur durch die Information des im Vakuum herrschenden Energieflusses. Das wär's. Das, Alexander, das ist das Letzte, was ich mir für mein letztes Lebensdrittel jetzt noch vorgenommen habe. Daran mit Physikern zu arbeiten. Vielleicht hat das alles auch ein bisschen noch mit Tesla zu tun und mit Skalarwellen. Vielleicht, ja. Ja. Mhm. Aber das, ich finde die Idee so faszinierend und ich bin davon überzeugt, dass mit den Quantencomputern und den riesigen Daten, die wir jetzt verarbeiten können, wir in eine neue Zeitepoche kommen, wo quantenphysikalische Signale und Energiefelder ganz anders zu modulieren sind. Hm. Anton Zeilinger, der berühmte Österreicher, hat jetzt den Nobelpreis gekriegt. Endlich. Und er ist ja einer, der eben diese Twin-Elektronen beschrieben hat und darüber auch eben Informationen austauschen kann. Weil wenn du 1 Million Elektronen hast, hier, ich sage jetzt in Wien und die anderen Millionen, die Twin-Elektronen in Peking. Und du kannst dann kodieren, wenn Elektron 1 und 5 den Spin dreht, ist es eine andere Botschaft, ja, oder als 2 und 7 oder so. So kann man das kodieren und kann Botschaften senden, weil die Gegenseite misst dann den Spin-Umkehr bei den entsprechend kodierten Elektronen. Das heißt, wir können heute Informationen übertragen, ohne dass sie noch abgefangen werden können. Kein Geheimnis der Welt kann das intercepten. Und da sind wir jetzt schon. Das passiert jetzt schon. Und das, wenn man jetzt noch überlegt, dass in den 80er Jahren es 18 Jahre gedauert hat, im Schnitt, um unser Wissen zu verdoppeln. Das war schon schnell damals. Heute dauert es noch 18 Monate, um das Gesamtwissen der Menschheit zu verdoppeln. Und mit den Quantencomputern wird es noch viel schneller gehen. Also ich fürchte mich auch ein bisschen dafür, weil ich kann ja kaum noch Schritt halten mit der ganzen digitalen Handy-Cellphone-Schlag-mich-tot-Technik. Ja, ja. Mhm. Aber es lässt sich nicht aufhalten. Mhm. Es bietet aber auch ganz, ganz große Möglichkeiten über informative Felder, so beschreibe ich die, als energetische Felder zu heilen. Das ist die große Chance. Wir können hoffen, dass dieses schnelles Wachstum an Wissen auch wirklich einem Guten dienen sollte. Denn ich erinnere mich an einen Vortrag von Professor Hartmut Schröder bei mir über Transhumanismus, wo natürlich dann auch letztendlich Gefahr, Risiko, Ethik, Moral, alles in Frage gestellt werden muss. Was ist noch gut vertretbar und was nicht? Das große Problem ist die künstliche Intelligenz und das Machine Learning, was, wie du sagst, auf der einen Seite eine riesengroße Chance darstellt, auf der anderen Seite aber auch eine riesen Gefahr.
Stephen Hawking hat das klar in einem Moratorium beschrieben, dass wir uns selbst auslöschen durch die künstliche Intelligenz, die wir schaffen, die irgendwann so weit sein wird, dass den Mensch brauchen wir nicht mehr. Macht unsere Umwelt kaputt, zerstört das Klima. Also das ist unglaublich, wenn man das weiterdenkt, wo wir gerade sind in der Entwicklung, in der Evolution, dass wir Dinge schaffen können, die wir nicht mehr kontrollieren können. Ich glaube, wir sind genau gerade an diesem Punkt. Ja, wir spielen Gott. Ja. Weißt du, wie schön das dieses Interview war? Oder? Das ist wirklich eins meiner Highlights, weil ich mit dir wirklich so ein Kaminfeuergespräch machen kann, mit dem Rotwein in der Hand, so symbolisch, gemütlich und doch sehr tiefsinnig und unfassbar wertvoll gewesen. Das freut mich. Ich kann es nur zurückgeben, Alexander. Ich danke dir ganz herzlich. Bitte. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das war wieder mal eine ganz, ganz wundervolle Sendung mit Professor Dr. Fred Fähndrich. Ich kann nur staunen über diese Qualität und es geht mir richtig ans Herz, wenn ich da was lernen darf, was so tiefsinnig ist und einfach auch zeigt, das Universum, die Schöpfung ist viel größer als das, was wir glauben zu sehen. Und wie es heute beschrieben ist, wir sehen wirklich nur gerade 5% und meinen, alles zu wissen. Das ist nicht so. Das darf uns auch wieder ein bisschen in die Demut zurückführen, in die Schöpfung und einfach aufpassen, dass wir nicht allzu viel Gott spielen. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.